Also, kommt zurück zu einem weiteren Indie. Okay. Das ist Connection Haunted. Vielleicht können sich einige von euch noch an das Horrorgame erinnern, namens No Players Online, was ein bestimmtes Horrorfeeling erwecken wollte, was vielleicht einige von euch kennen. Bestimmt haben mal ein paar von euch. Ich meine, viele von euch werden ja wahrscheinlich ähnlich alt sein wie ich, oder zumindest in der ähnlichen Altersgruppe. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich diesen Mythos kennen, wie seltsam es sich anfühlt, wenn ihr irgendein Multiplayer-Game, am besten irgendein Multiplayer-Shooter oder sowas, komplett alleine auf eine Map spielt, die eigentlich für 20, 30, 60, 100 Leute oder so gedacht ist, und die lauft da einfach rum. Keine Ahnung, auf einer großen Halo-Map oder sowas, auf einer großen Counter-Strike-App, und die lauft da einfach ganz alleine rum. Und es fühlt sich einfach sehr, sehr, sehr seltsam an. Und No Players Online hat versucht, dieses Spiel, dieses Gefühl ein bisschen zu erwecken. Aber war halt ein sehr kurzes Spiel, ein sehr experimentelles Spiel. Und das hier soll ein bisschen länger sein, auch nicht viel länger. Ich glaube 20 Minuten oder sowas. Und ein ähnliches Gefühl wecken. Okay, was steht hier? Player One has joined the server. Einer von 30 Spielen online. Tab, um Chat zu joinen. Quit, bla bla bla. Und wir haben Glowsticks, die wir runterwerfen können. Okay, Tab. Hey. Warum sollte ich mit allein hier? Lmao. Dick. Okay. Ich sehe. So. Okay. Null von drei Flags gecaptured. Ich weiß noch, ich habe solche Spiele mal alleine gespielt, oder das heißt alleine gespielt. Ich bin einmal rumgerannt, habe einmal die Flag erobert, und dann ist mir aufgefallen, wie unfassbar langweilig und komisch das ist, einfach dreimal den gleichen Weg abzulaufen, um welche Flags abzugeben. Und hab dann schnell die Motivation verloren und dachte mir, das ist alles ein bisschen unheimlich. Dann habe ich irgendwie versucht, einen Weg zu finden, Bots zu aktivieren. Und manchmal ging das nicht und dann war es alles ein bisschen unheimlich. Okay, was kann ich hier machen? Ich kann sprinten. Oh, okay. Movement gefällt mir. Good old shit. Sehr schön. Was machen? Nö. Was ist der rote Punkt da eigentlich? Der Minimap. Da draußen. Okay. Vielleicht die Flag, die ich erobern soll, ne? Hiermit kann ich wohl nichts machen. Nö. Okay, gut. Dann spielen wir mal alleine. Das ist ein schönes Spiel hier, ne? Mikrofon ist an, das ist gut. Das wäre traurig, wenn nicht. Dann würdet ihr nämlich meine Stimme nicht hören. Okay. Das ist ein komischer Pixelfilter. Der ist so ganz, 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 ganz leicht. Als ob man simulieren wollen würde, es hier irgendwie so ein. Keine Ahnung. Erste Generation. Was ist das denn? Okay. Erste Generation Xbox. Der normalen Xbox ein Spiel spielen würden oder sowas. Interesting. Nehmen. Nö. Können wir Glowsticks droppen? Ich weiß nicht wofür. Nochmal ein. Damit ich weiß, wo ich gekommen bin. Gar nicht, ne? Okay, gut. Okay. Hätte ich zumindest jemandem ein bisschen Mühe gegeben und die Map ein bisschen so zu designen, dass es wirklich ein Multiplayer-Ding sein könnte. Ich meine, hier sind teilweise ein bisschen. Fiese Gänge, aber das hier ist sehr, sehr, sehr typisch für irgendwelche Multiplayer-Arena-Shooter, finde ich gut. Hast hier ein bisschen Deckung, kannst du ein bisschen strafen, cool, okay. Bin gespannt, was hier passiert. Ich habe nichts gesehen, ich habe nur das Spiel von einem Jahr oder so auf dem PC runtergeladen und die meisten vergammeln die meisten Indie-Games irgendwann dann da. Ich habe so einen Ordner mit so Games, die ich halt irgendwann mal aufnehmen will. Ich meine, auf Steam habe ich natürlich meine eigene Ordnung da, aber so bei random Shit lade ich es meistens runter und meistens weiß ich nach einer Woche nicht mehr, was für ein Spiel das war, aber ich habe die einfach irgendwo gesehen und dachte mir, ja komm, nehme ich irgendwann auf. Hatte ich nicht eben schon nachgeladen? Ach, ich meine endlich Munition. Ja, okay. Also ich kann rumballern, wie ich will. Schön. Ein bisschen umschauen oder soll ich jetzt mit der Flag erstmal direkt zurückgehen und einfach eiskaltes Spiel durchspielen? Okay. Ich da raus? Nee. Okay, den Chat bringe ich mir auf die Flag zurück, ne? Bim, bim, bim. Ich kann in der Luft, kann ich mich nicht bewegen. Aha. Untypisch. Untypisch für Spiele dieser Zeit. So. Ja, ich finde dieses. Dieses Konzept spielt halt sehr darauf ab, dass man diesen Liminal Horror, diesen Liminal Space Horror versucht halt in Multiplayer Games darzustellen, den man ja meistens eher von Bildern und sowas kennt. Ich find's cool, ich find's cool. Auf jeden Fall eine Thematik, die jetzt noch nicht komplett overused wurde in Horror Games, deswegen sich immer noch ziemlich frisch anfühlt, finde ich. Ich weiß, die Map sagt so da unten, ich wollte ein bisschen umschauen erstmal. Ich finde man ja irgendwas, aber ich glaube, hier ist einfach nichts. Wahrscheinlich muss ich hier später hin, ne? Ja, gut.
Okay, stimmt noch, dass ich alleine auf dem Server bin. Auf der Map gibt es keine Waffen, die man sonst finden kann. Interesting. Okay, hier in der Nähe. Ich bin falsch gelaufen, oder? Hier und dann direkt links neben mir angeblich. Ich muss irgendeinen Weg hinfinden. Hier? Oder kann ich hier rein? Jetzt hier zurück. Als ob es keine Map gibt in dem Spiel hier. Also in dem theoretisch Multiplayer-Spiel, das ich hier spielen würde. Anscheinend nicht. Schön. Dann muss ich irgendwie einen Weg dahin finden, ne? Doch irgendwo hier lang? Nö. Cool. Ich spiele alleine ein fucking Multiplayer-Game und krieg's nicht mal hin, irgendwie den Weg zu finden. Amazing. Es wäre eine starke Runde, wenn es hier Gegner geben würde. Sehr stark. Ich gehe davon aus, dass der blaue Punkt mir sagen soll, wo meine Homebase ist, ne? Dass ich da die Flagge hinbringen soll. Was ist ja hier? Genau dahinter. Kann ich hier durch? Hab hier irgendwas verpasst? Oh, what? Okay. Habe ich nicht eben versucht hier? Keine Ahnung. Nette Spielerei. An solche Sachen kann ich mich erinnern, dass die Farbe der Valves hier ist daran angepasst, auf welchem Spielbereich man sich befindet. Weil vorhin waren alle rot, hier sind alle blau und man weiß, okay, du gibst gerade in der Nähe der blauen Base. Oder auch nicht, ne, meinte ich, ich nehm's zurück. Scheiße. Ach, hier war mein. Okay. Ad has joined the server. Yo. Oh man. Endlich jemand, gegen den ich spielen kann. Freut mich. Freut mich. Okay, vielleicht will das Spiel dann doch nicht unbedingt die Atmosphäre beibringen, die rüberbringen, wie es halt ist, auf einem komplett leeren Server zu spielen, sondern eher mit. Keine Ahnung, auch als ob auf einem. Okay. Als ob man auf irgendeinem toten Server spielen würde. In einem Spiel, wo es vielleicht seit Jahren nämlich keine Spieler mehr gab. Als ob man so ein Spiel aus seiner Kindheit irgendwie wiedergefunden hätte und dachte, hey komm, ich guck mal, vielleicht gibt's ja irgendwas hier auf den Servern. Und dann gibt's vielleicht diesen einen einzigen Server, den man findet. Der irgendwie seit 10 Jahren nur so online ist. Aber die ganze Zeit nur Spielart. Und dann geht man drauf und dann joint jemand nach. Ja? Ja? Könnte funktionieren. Ich will aber tatsächlich hier so diese Grafik. Bug-Horror-Jumpscares hier, die hätte es bis jetzt gar nicht gebraucht. Einfach nur das Rumlaufen, dieser eine Pop-Up eben, der war ganz gut. Wo so ein kaputtes Player-Model vor mir stand. Okay. Okay. Ja, die Map ist halt absichtlich super fies mit Kurvendesign, ne, damit ich permanent denke, dass ich irgendwas reinrennen könnte. Sehe ich da irgendwas? Glaube nicht. I has joined the server. Okay. I, L oder I? Oder L oder ein Strich? Keine Ahnung. Ist da was? Was geschrieben. Ach, der ist Russe, natürlich, kann ich nicht lesen. Ach, scheiße, schade. War auf jeden Fall vorher nicht da. Behind you. Oh! Okay. Okay. Da ist was, da ist was. Alright. Wird ein bisschen spookier, ja? Finde ich gut. Finde ich gut. Es scheint tatsächlich nicht mal gescriptet zu sein, wo die spawnen, ne? Das habe ich einfach in regelmäßigen Abständen hinter mir. Cool. Cool, cool. Ach ne, fuck, bin ich falsch. Eieiei.
aber ja. Nee. Eben schon geschaut. Ja, warte mal, da hinten muss ich lang noch. Einmal komplett hier durch. Ich glaube, ich fände es fast gruseliger. Okay. Naja, du was. Oh, meine Munition wird manchmal weggenommen. Ah, das ist fies. Das ist fies. Behind you. Add. Bringt's was, die Puppen abzuschießen? Vielleicht, ne? Ich glaube, ich finde es fast gruseliger, wenn das Atmen einfach zusammen mit normalen Charaktermodellen hier wäre. Und nicht dieses komische Monster-Ding hier. Ich meine, es sieht auch ein bisschen spooky aus, aber einfach nur so ein Spielermodell. So ein ganz normales, für die Zeit passendes, cool aussehendes Spielermodell wäre fast gruseliger, das auf der rumsteht. Sich nicht bewegt. So ein Typ in so einem Space-Anzug oder sowas mit einem Gewehr einfach. Es wird für mich, glaube ich, diesen Horrorfaktor fast. Fast besser verkörpern. Player 2 has joined the server. 4 von 3 Players online. Are you? Hey? Kann ich an. Oh. Okay, die Sachen, die ich schreibe, this shouldn't be, werden genauso verzerrt wie die Sachen, die mir geschrieben werden. Also die anderen Leute sind vielleicht auch Spieler. Oh, ich bin langsam. Nicht so langsam. Ah! This shouldn't be. None of this should exist. Nichts davon sollte existieren. Okay. Jede Sekunde, die wir spielen, wird der Fluch stärker. Okay. Schieß zweimal, falls du meine Worte verstehst. Also verstehst du mich. Okay. Show me. Ich werde den Command Show me benutzen. Du bist schon sichtbar. Okay, siehst du, es gibt Leute, die unglücklich genug sind, dieses Spiel zu finden. Du bist eine Person davon. Okay, ich bin hier, um Leute davon abzuhalten, tiefer reinzukommen. Weil es gibt hier keinen Weg zurück. Ja, okay. Oh, da vorne ist eine weiße Flagge, die ist neu. Okay, sei smart und hör mir zu. Es gibt Dinge, die Menschen nicht verstehen können. Ja? Es scheint vielleicht möglicherweise so, als ob es nichts wäre, aber es ist etwas, die letzte Flagge abzugeben. Wird dafür sorgen, dass es für immer an dir dranhängt. Das ist ein Spieler. Okay. Es möchte, dass das geschieht. Tu es nicht, hör mir zu. Leute verschwinden. Verschwinden für immer und niemand weiß warum. Okay, triff mich, ich bin auf der Map. Ich kann schon gar abknallen, ne? Bitte. Okay. Bitte. Bitte. Das ist neben. Okay. Ich weiß nicht, was diese Puppendinger sind, aber ich habe schon ein paar von denen abgeknallt. Ein paar. Zwei. Ja, und was Gutes. Ich folge mal dem Typen hier. Ja. Nicht dem. Dem hier. Nein. Nicht hier. Okay, woanders hin. Ich gehe mal davon aus, ich könnte doch einfach die Flagge jetzt abgeben. Und wird dann wahrscheinlich das böse Ende bekommen. Mal sehen, was der hier mir so sagen hat. Okay.
Sehr dunkel. Fuck you. Und diese Atmen, ne? Eine Taschenlampe wäre wohl... Ich glaube, das Spiel wird prozedural dunkler, umso weiter man spielt, oder? Ich komme zwar nur so vor, aber ich habe sehr stark das Gefühl, dass man dunkler wird. Oh ja. Das ist Fick. Kann ich schießen? Boah, dass das Ding mir teilweise wirklich die Ammo wegnimmt, ist guter Shit. Spooky gemacht. Wo, 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 wo. Hallo? Lost Collection to collect, Connection to the Server. Neuem Spiel join. Player 2 ist im Spiel beigetreten. Ja, es gibt keinen leichten Weg mehr hier raus. Ich hab die Glowsticks. Okay, die sind natürlich mein Licht, aber ich hätte da gedacht. Okay, ich werde versuchen zu erklären, wo du hier drin bist. Okay, ich bin eine der Personen, die hier reingezogen wurde. Ja, ich bereue alles, was ich getan habe. Und vor allem bereue ich, dass ich nicht auf die Leute gehört habe, die schon hier drin waren. Okay. Du hast immer noch eine Chance, hier rauszukommen, aber es wird immer kleiner. Okay. Okay, sie kommen von Orten, von denen wir niemals was wissen werden. Orte außerhalb von diesem Universum. Außerhalb von dem Universum, von dem wir dachten, dass es alles wäre, was existiert. Okay, aber es gibt mehr in dieser Welt, als wir bis jetzt geglaubt haben. Okay. Hol dir die Flagge, aber gib sie nicht ab. Ich werde dich kontaktieren. Destroy the jukebox. Wo ist die Jukebox? Daher kommen sie. Ja, ist das ein Tipp? Ein guter? Finde sie und zerstöre sie schnell. Okay, okay, okay. Aber die war irgendwo am Rand von einem der Wege. Ja, ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube hier. Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Nee, hier sind absolut nichts. Toll. Fuck. Okay, 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 okay. Ich will kurz denken, wenn ich ein bisschen was sehe. Fuck you! Okay, you got me. Ja, ja. Keine schlechte Atmosphäre. Die Story ist ein bisschen Klischee, aber... Atmosphäre ist stark. Phoenix. Irgendwo da war ein Gegner, ich hab keine Ahnung wo. Fuck, das ist nicht gut. Das soll ich nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Jukebox, Jukebox, Jukebox. Keine Ahnung wo, fuck. Bin ich von hier gekommen? Ich weiß nicht mehr. Der Spieler wurde vom Server gekickt. Noch zwei Leute übrig. Danke. Er ist auch geliebt. Es war nichts Gutes, was ich getan habe, oder? Es war nichts Gutes. Doch. Du wurdest disconnected. Press Escape, um das Spiel zu beenden. Wirklich? Ja, das war's? Ach. Okay, ja, also... Das Spielteil, gameplay-technisch von der Atmosphäre, war ziemlich stark, fand ich gut, aber...
Ah, die Story war ein bisschen klischeebehaftet, finde ich leider. Einfach nur dieses typische, ja, du weißt nicht, wo du hier drin bist, das sind Dinge aus einer anderen Welt, bla bla bla. Ich finde, entweder geht man halt in die Richtung und erklärt dann mehr und baut die Story ein bisschen weiter aus, oder man erklärt gar nichts in der Richtung und lässt es einfach alles ein bisschen mysteriöser. Aber so ein bisschen, so leichte Storyfetzen ohne eine weitere Erklärung in der Richtung sind ein bisschen zu klischeebehaftet, finde ich. Weil einfach nur, das sind Dinge aus einer anderen Welt, bla bla bla. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde normalerweise, ich meine, diese Art von Storytelling haben wir zum Beispiel in Archimedes oder sowas sehr, 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 sehr gut gesehen, was übrigens ein extrem underrated Spiel ist und einer der Games, welches wahrscheinlich mit der Zeit immer besser geworden ist. Ich glaube, damals, als ich gespielt habe, fand ich es nur sehr gut. Mittlerweile würde ich sagen, ach du Scheiße, ich glaube, ich würde es noch besser bewerten, als es damals war. Guckt euch das mal an vielleicht. Das ist ein Spiel, was diese Richtung von Story ein bisschen besser macht, finde ich. Aber es war okay. Es war okay. Atmosphäre war teilweise sehr gut. Ich glaube aber immer noch, dass man dieses Gefühl, alleine auf einem großen Multiplayer-Server zu sein, noch viel besser in einem Horrorspiel einbauen kann. Das hier war immer noch nicht. Es hat immer noch nicht den Itch richtig gescratcht, den ich habe in diesem Subgenre von Horror. Ich glaube, man kann es immer noch besser machen. Ich glaube, da gibt es immer noch Möglichkeiten, diese Thematik wesentlich besser in einem Horrorspiel einzubauen und wesentlich unheimlicher. Vielleicht, indem man einfach wirklich mehr auf das alleinige Gefühl geht, wie es sich anfühlt, auf so einem Server zu spielen, ohne so viel Horrorkram dazu. Vielleicht ganz, ganz wenig. Ich meinte ja vorhin schon, einfach ein paar Spielermodelle, die vielleicht irgendwo rumstehen. Man gibt dann irgendwann die Flagge ab oder sowas, man dreht sich um und im Gang steht einfach nur ein Typ. Und der knallt mit denen ab und dann stirbt der ganz normal, als ob es ein normaler Spieler wäre, bewegt sich halt nicht. Und vielleicht folgt er die halt ganz langsam. Man sieht ihn ab und zu mal, wie er irgendwo an einem Fenster steht oder sowas, aber der macht halt nicht viel. Und da kann man von da aus vielleicht irgendwie ein Horrorgame aufbauen. Keine Ahnung, dass man vielleicht irgendwie auf die eine fertig spielt und dann kann man irgendwie eine neue Map wählen oder sowas und dann wählt man eine. Aber kurz bevor es abläuft, wählt noch ein anderer eine Map, ein anderer Spieler, der halt nicht auf dem Server ist oder sowas. Und dann wird eine andere Map gewählt, dann ist auf der Map auch dieser Spieler wieder. Irgendwas in der Richtung könnte man, glaube ich, machen. Ich glaube, da gibt es viel. Ich glaube, man könnte ziemlich viel guten Meta-Horror damit machen. Mit einem Scoreboard, wo man vielleicht nachschaut, wo sich dann vielleicht irgendwelche Sachen ändern. Es gibt da echt viele Möglichkeiten. Ich glaube, da kann man sehr viele coole Ideen einbauen. So alles, was in irgendeiner Form unheimlich sein könnte, auf einem alleinigen Server. Und dafür muss man halt nicht diesen, ja, das ist ein Monster aus einem anderen Universum, bla bla bla, hilf mir, Ende. Mäßigen Kram machen. Ich glaube, da ist immer noch sehr viel Potenzial. Und ich hoffe, dass mehr Horrorspiele in Zukunft vielleicht dieses Muster ein bisschen besser nutzen werden. Aber sonst, das war solide. Nur meiner Meinung nach nicht die ganz großen Chancen genutzt, die es haben könnte. Dennoch bedanke ich mich fürs Zusehen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.